Moin zusammen, meine Mutter und ich hüpfen eine Runde nach Willow Street mit nur einem einzigen Beweis. Und wir schauen mal, ob wir es herausfinden. Der letzte Geist hat es uns relativ einfach gemacht. Die Aufgaben sehen gut aus. Tut mir leid, ich bin ein bisschen müde, aber ich hoffe, es ist anschaubar. Cursed Item. Okay, wir haben keine Cursed Items. Okay, wir bereiten alles vor und sind gleich wieder da. So, und wir hüpfen eine Runde rein. Wie gesagt, ich bin etwas müde. Es kann sein, dass ich mal wieder totale Fail-Aktionen mache. Oder mich verbabble. Oder was auch immer. Oder gegen Türen laufe oder sonst was. Und es tut mir leid wegen der Hintergrundgeräusche. Tut mir wirklich leid. Ich versuche einfach drüber zu reden. Wenn es da hinten laut wird, schreie ich einfach laut hier rein. Oder der Geist ist hier unten im Keller. Oh, cool. Versteckt beim Breaker. Wir haben versteckt beim Breaker. Okay, In der Garage ist kein Versteck. wo hast du was geworfen? Ich hatte vorhin auf dem Solo-Run auch einen Geist hier unten. Und das war ein Deoken gewesen. War eigentlich cool. Okay, wahrscheinlich rechter Lagerraum. Du kannst aber oben ruhig noch zu Ende nach dem Knochen suchen, weil ich bin ja direkt in den Keller geflitzt. Ich bringe dann schon mal die ersten Items runter. So, dann machen wir das hier mal an. So. Hoffen wir mal, dass ihr den Knochen findet. Gucken wir mal kurz, ob der nicht hier irgendwo liegt oder vielleicht von uns schon platt getreten wurde, was ja sehr oft manchmal passieren kann, wenn unser ganzes Hier Equipment. oben habe ich gar kein Versteck. Ich habe keins gefunden bis jetzt. Nicht wundern, es ist hier jetzt kalt. Im Keller sind auf jeden Fall welche. Es ist hier jetzt kalt, das dauert länger, bis das Gebäude aufwärmt, weil es draußen schneit. Das hängt leider auch vom Wetter ab. Kräfte Bohnen. Perfekt. Oh, der hat gerade wieder was geworfen. Das klang nach einer Aber kein Fotoapparat. Farbdose. 1,2, das ist schon ziemlich frisch. Aber Farbdosen sind, glaube ich, hier, oder? Oder sind die auch in einem anderen? Ja, okay. Der Geist ist sehr wahrscheinlich im rechten Lagerraum. Sind hier Farbdosen drin? Ja, sind es. Ah ja, hier sind die Farbdosen. Hier ist ein Versteck und hinten hinter den Tonnen ist auch ein Versteck. Wir haben also zwei Verstecke hier im Keller. So, sichern wir erstmal alles ab. Wir haben leider noch keinen Beweis. Okay, müssen wir jetzt alle Items in diesen Raum packen. Ja, ich versuche jetzt noch gerade Knochen und wir Ja, können schauen, mach nur was in schon Ruhe. alles mit. Mach nur in Ruhe, lass dir ruhig Zeit. Noch deutet ja nichts auf einen Demon hin. Weil ein Demon wäre abartig. Der hätte, glaube ich, schon versucht zu handeln oder so. Ein Knochen in Ehren kann niemand verwehren. Süßes kleines Knöchlein. Ja, versorg mal das kleine süße Knochelein. So, die lassen wir hier. Das ist so ein Stück von einem Becken, ist das. Ach, hat Omi wieder mal ihr Becken zu Hause vergessen? Nee, nee, nee. Hat sie wieder zu wild gefeiert. Ich bin zu viel rumgetanzt, so. Die ist wahrscheinlich schlimmer als wir. Ach so, sie hat das Licht, glaube ich, ausgemacht. Ich dachte gerade, hä? Was? Wie gesagt, ich bin etwas müde, Leute. Bitte nehmt es mir nicht übel. Ich bin vielleicht ein bisschen verpeilt manchmal unterwegs heute. Läuft meine Aufnahme überhaupt? Was geht denn hier ab? Was ist denn hier schon wieder los? War der an der Tür oder warum geht das EMF? Ja, hier nicht. Nein, die Tür war das nicht. Ich war ja nicht drin, ich weiß es nicht. Okay. Wo ist denn das UV-Lämpchen? Kaum bist du weg, schon tanzt du rum. Okay. Keine Finger. Für dieses Ami-Schwänzen ist ja auch noch sein Fischknopf. Ja. Okay, also bis jetzt noch keine Beweise. Ich habe jetzt noch keine Fingerabdrücke gesehen. Orbis konnte ich auch noch nicht sehen.
Vielleicht kriegen wir aber auch gleich Orbus. Die kleinen süßen Orbus. So, wir müssen nicht mehr so viele Items reinschleppen. Gleich geht es ans Eingemachte, also an den Geist. Da können wir uns ein bisschen mit ihm beschäftigen. So. Dann packen wir mal diese Kamera hier hin, dass wir den halben... Ich sehe einen Orb. Da ist ein Orb. Okay. So. Okay, dann brauchen wir hier unten noch ein paar Fotokameras. Okay, wir müssen aber noch auf Gefrier gucken, Fingerabdrücke und Spiritbox. Die Spiritbox ist schon unten, oder? Ich zerleg wieder. Nee, also ich hab's angeschrumpft da irgendwo. Hier okay, ist die noch. Die müssen, wir noch gegenchecken gleich. Falls das ein Mimic ist. Na, stell doch hin. Blub, blub. Hast du alle Fotoapparate? Einen habe ich auf jeden Fall unten liegen lassen. So, dann nehmen wir jetzt gleich ein paar Smudgies mit runter und die Fotokamera. Ich bringe noch eine Kamera dann mit. So. Hui. Und da wird schon wieder weiter getanzt. Mensch, der Gast soll mal aufhören, Party zu machen ohne mich hier. Ich will mitfeiern. Schlimm mit dem. Ich bin nur hier am Hotsteppen. Oh, schön alle drei. Eins, zwei, drei. Nice. Okay, die erste Dreierreihe Salzfüßchen ist schon fotografiert. Die brauchst du nicht mehr fotografieren. Ja, ja. Wo sind denn die ganzen Sensoren? Moment mal, habe ich gerade Freezing gesehen? Oder? Oh, hallo! Oh mein Gott. Ich dachte, sie steht da hinten, als sie steht direkt vor mir. Ah, haha. Moment mal, wo ist das Thermo? So. Jetzt verarsch mich nicht, Thermo. Ist das dein verdammter Ernst? Hand, lauf! Lauf! Scheiße, wir sind so tot. Ich weiß nicht, wo ich mich verstecken soll. Scheiße, ich habe kein Feuerzeug. Hier ist so schnell. Ja, ich habe nicht geschafft. Ich bin weg. Scheiße, die war aber auch schnell. Was? Ich hatte kein Feuerzeug gehabt. Fuck, was geht denn mit der? Die hat doch nur ein Ghost-Event an mir gemacht. Oh mein Gott. Die klang so schnell. Ich glaube aber, sie hat die ganze Zeit Line of Sight gehabt und ist deshalb so schnell geworden. Mal gucken, was die Sanity sagt. Na, scheiße, die ist jetzt... Ach. Mist. Okay, okay. Was haben wir denn auf der Liste? Wir müssen noch den Mimic... Ich konnte nicht die Box checken. Ist das ein Raichu vielleicht gewesen? Oder ein Fae? Obwohl... Mehr vielleicht? Das Licht war, glaube ich, aus, ne? Okay, machen wir erstmal die Sanity. Jetzt sind wir auf 73. Wir müssen noch smudgen, okay. Ich kann dir noch nicht sagen, was das für ein Geist ist, weil ich konnte jetzt nicht hören, die klang schnell, aber sie hatte vielleicht Line of Sight die ganze Zeit. Und ich weiß jetzt nicht, was unsere Sanity war. Ich glaube, es könnte aber ein Early Hunter sein, also einer, der früher loslegt als normal. Die ist uns bis hier oben hinterher gekommen, ey. Ich konnte ja nicht zum Versteck laufen, weil das Versteck, das wäre ja in die andere Richtung gewesen, da wäre ich in sie reingelaufen. Okay, also, ja, Feuerzeug auf jeden Fall behalten. Oh mein Gott. Dankeschön. Show us, are you here? Can you give us a sign? Wo ist sie denn gespawnt überhaupt? Dankeschön. Das zählt. Okay. Where are you? Are you here? Are you close? Are you a child? Are you old? Where are you? Are you here? Are you close? Are you a child? Are you old? What do you want? Okay, der Mimic ist, glaube ich, mal raus. Machen wir noch das Salzfüßchen. So. Okay, ich war nach den Gefriertemperaturen am gucken.
Aber ich sehe keinen Atem. Moment, mal schauen. Ja, jetzt sind sie wieder richtig. Okay, es friert nicht. Und wir haben auch keine Dingies. Also der Mimic ist raus. Mimic kannst du durchstreichen. Ist es definitiv nicht. Moment mal, hat der... Ist der Djinn noch drin? Nee, ich glaube nicht. Okay, wir müssen mal die Sandy beachten. Wo ist sie denn gespawnt? Der Raum ist doch mit Kruzis abgesichert. Die ist bestimmt entweder in irgendeiner blinden Ecke wieder gespawnt, wo das Kruzi vielleicht einen Millimeter lang nicht reingereicht hat, oder vielleicht doch hinten durch. Vielleicht ist sie auch gewurmt und in den Flur gewurmt oder sowas. Schauen wir mal. Jetzt wird meine Nase wieder super. Okay, so. Sanity 57%. Okay, wir müssen die Sanity im Auge behalten. Ich nehme noch dich mit. Dann können wir sie im Raum tracken. Mich wundert sowieso, dass gar kein Sensor im Geisterraum war. Einer sollte schon in den Geisterraum rein. Zumindest einer. Ach ja, falls ihr euch fragt, was mein Plan war, zu entkommen, ich dachte mir, wir laufen in die Garage und ziehen die einfach ums Auto irgendwie rum oder verstecken uns hinter diesem einen Kasten da oder ziehen sie einmal ums Auto rum und verstecken uns dann hinter diesem Werkzeugtischchen. Hast du versucht zu handeln? Aha, definitiv ein Early Hunter. Ich sag dir gleich, welche Geister raus können. Das ist ein Early Hunter, definitiv. Ich muss aber kurz vor die Tür, ich muss die Sanity checken, um genau zu sagen, welcher Early Hunter. Mehr, das Licht war ja aus im Geisterraum, mehr kann ab 60% handeln, wenn das Licht aus ist. Ich muss das ihr kurz sagen. Also, du kannst folgende Geister durchstreichen. Banshee, Revenant, Yurei, Huntu, Obake, und ich glaube, den Yokai auch. Und ich checke jetzt mal kurz die Sanity. Ich glaube, mehr wäre eventuell plausibel. Ich glaube, wir waren bei 57 vorhin, oder? Ja, 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 ja. Wir sind noch über 50. Okay, auf jeden Fall ein Early Hunter. Also es bleiben nur noch mehr. Raichu, Onryo, Thay. Okay. Oh Gott. War sie schnell? Ich glaube, sie war schnell, aber es könnte Line of Sight Geschwindigkeit gewesen sein. Ich müsste mir die Geschwindigkeit anhören. Der Diochen ist ja raus. Das heißt, ich hocke mich da gleich mal ins Versteck und versuche mal zu horchen. Natürlich nicht im Geisterraum das Versteck. Ich bin ja nicht lebensmüde. Ich muss aber auch mal nach mehr testen. Zwischendurch. Gib mir das Kruzi. Ja. Mal schauen. Machen wir einfach mal hier das Licht an. Mal gucken. Okay. Da, 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 da. So, sichern wir den Bereich hier einmal ab. Also bei mehr ist das Problem, wenn ihr das testen wollt mit dem Licht, die Fähigkeit vom mehr, falls ihr die triggern wollt. Das ist ein bisschen schwierig, weil das hat, glaube ich, einen Cooldown, wenn ich mich nicht irre. Haben wir noch eine Kamera hier? Ich weiß gar nicht, sind wir voll mit den Fotos? Keine Ahnung. Ich mache einfach mal welche. Ja, ich würde mal einfach im Versteck hocken bleiben und mal abwarten. Ah, ich wollte noch eine Kamera hier rüber holen. Ja, für den Breaker, falls ihr den Breaker killt. Geisterfoto haben wir ja schon. Oder können wir noch ein Salzfüßchen machen? Jetzt sterbe ich gleich bestimmt. Das Kruzi, genau. Aber es tut jetzt bestimmt das Salzfüßchen priorisieren. Nee, tut es doch nicht. Okay. Blub, blub, auch wenn wir schon voll sind. Scheißegal. So. Okay, jetzt ist es auf einmal ruhig gewesen. Ihr habt gesehen, das Licht war an. Und sie hat nicht mehr gehuntet. Mal schauen. Willst du deine Fähigkeit benutzen? Zeig mir mal deine Fähigkeit. Komm, lieber Meer, wenn du ein Meer bist. Ich muss nur aufpassen, ein Meer kann eben jetzt, weil ich das Licht auch im Raum anmache, aus dem Raum rausholen. Oh. Ah. Was war das jetzt? Ich glaube, ich habe sie aus ihrem Raum verjagt. Ich wollte den Sensor eigentlich mal hierhin tun, dass ich sie auch rauslaufen sehe. Danke. War ich das? Keine Ahnung.
Okay. Komisch, sie huntet nicht. Machen wir mal in ihrem Raum das Licht aus. Dann kann sie wieder hunten, wenn sie will. Bist du hier drin? Nein? Vielleicht aber auch ein Fey. Das können wir aber an der Geschwindigkeit hören. Komm schon. Wenn du ein Meer bist, zeig mir deine Fähigkeit. Komm schon. Tu es. Bei einem Meer kann man das im Geisterraum selber und an den Räumen drumherum ab und zu mal versuchen. Aber wie gesagt, das hat einen Cooldown. Man darf es nicht spammen. Das funktioniert nicht mit dem Licht einschalten. Komisch, der macht jetzt gerade irgendwie gar nichts mehr. Der Geist verhält sich sehr komisch. Der macht auf einmal überhaupt nichts mehr. Das ist wirklich sehr komisch. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt auch alleine bin, ob sie jetzt wieder rausgeflogen ist aus dem Game, weil es passiert manchmal auch, wenn sie stirbt, fliegt sie aus dem Game raus. Vielleicht rede ich auch wieder mal nur mit mir selber. Oh mein Gott. Geh wieder. Nein! Nein! Okay. Tschüss! Der Airball hat sich einmal eine Runde verlaufen. Scheiße, der Geist kann jetzt hier überall spawnen. Wenn ich jetzt das Licht am Mann gehe, sterbe ich. Ich weiß es. Der Airball ist nach oben geflogen, obwohl oben keiner ist. Okay, er hat nicht versucht zu handeln. Wenn es ein Meer ist, benutzt sie einfach nicht. Uah, meine Güte, Tür erschreckt mich doch nicht so. Ich hasse es, wenn das genau auf mir passiert. Wie gesagt, ich bin ein bisschen müde. Da passiert das dann auch mal, ja? Okay. Vielleicht ein Fey ist auch möglich. Ich bleib mal im Versteck hocken. Also falls du hier noch bist, Kiki, du kannst ja mal gleich mit dem Geist, wenn er handelt, mitlaufen. Ah, schwierig. Also, Raichu. Lecco mio. Raichu hören wir an der Geschwindigkeit. Jetzt ist das Licht hier schon wieder aus. Ich krieg das... Gehst du jetzt wohl mal zurück? Du kannst hier nicht handeln. Hier liegt ein Kruzifix, also lass es sein. So. Wenn das Kruzifix kaputt ist, bin ich hier unten aber auch in Gefahr. Also mit dem, was ich hier gerade mache. Weil das Kruzifix wendet, dass er hier drinnen spawnen kann. Aber das Problem ist, der wandert gerne in den Raum hier und macht hier Ghost Events. Jetzt werde ich aber bestimmt nirgendwo hingehen. Der hat mir jetzt die Sanity ordentlich runtergerissen. Vielleicht doch ein Fey, weil ich die ganze Zeit bei dem rumgehangen bin, dass er jetzt schwächer geworden ist und deshalb nicht mehr so viel macht. Weil je älter ein Fey wird, desto... eher... Okay, jetzt müssen wir hören. Klingt normal. Okay, Onryo oder mehr. Das heißt, Kerzen müssen da rein. Weil der Meer, der zeigt irgendwie nicht seine Fähigkeit. Warum auch immer. Okay, es bleiben nur noch Onryo oder mehr übrig. Kleiner Krabbler. Kleiner Krabbelkeks. So. Packen wir mal ein paar Kerzen rein. Ich hoffe, sie erntet jetzt nicht, wenn ich hier oben bin, weil... Das ist doch jetzt nur ein Event gewesen, oder? Ich glaube, das war ein Event, weil die Tür zu war. Ja. Yep. So, rein mit den Kerzis. Wehe, du huntest jetzt, Madame. Wehe. Benimm dich. Es ist sehr gefährlich, was ich hier mache. Mach das nicht zu Hause. Oh, sie hat das Licht kaputt gemacht. Muss aber nichts heißen. Muss nichts heißen. Ist natürlich ein bisschen kacke, wenn das Licht kaputt ist. Ja, ja, ist ja gut. Ich mach dir schon das Licht aus. Da. Wenn du ein Meer bist. Komm schon. Zeig deine Fähigkeit, wenn du ein Meer bist. Komm. Komm. So ist der Raum immerhin sicher, wenn ich das Licht da anlasse. Okay, eine Kerze ist aus. Wenn sie jetzt anfängt zu handeln, während eine Kerze hier im Raum steht, steht jetzt immer genau auf sie drauf.
Hallo? Ich habe keine Smatschis hier, oder? Mist, ich habe keinen Ersatz hier hinten. Nein. Okay, mehr. Es kann nur noch mehr sein, weil sie ist genau in dem Raum gespawnt und die Kerzen waren an und ein Onryo kann das nicht. Okay, haben wir alle Aufgaben? Okay, wir haben alles. Zeit für die Abfahrt. Friss mich jetzt bloß nicht auf. Ich sag's dir. So, ich kann mir jetzt nichts tun, weil ich habe sie gerade gesmatscht. Kann nur sein, dass sie gerade ausrastet. Komm schon, gib mir die Bestätigung. Nach. Ja, danke, endlich. Das hat jetzt gedauert. 100% mehr. Du kannst mehr eintragen. Ich bin auf dem Rückweg zum Truck. Und ja, du kannst ja irgendwas dann nachher im Truck als Bestätigung hinwerfen. Falls sie überhaupt noch da ist, weil letztes Mal ist sie gestorben und sie war nicht da. Ich war jetzt die ganze Zeit nicht im Truck und weiß jetzt auch nicht, was da los ist. Ob sie überhaupt noch da ist, weil letztes Mal ist sie rausgeflogen. Nee, sie ist noch da, okay. So, also, wir hatten ein Orbo, war eine schwere Kombo hier. Wir hatten den Orbo, wir haben kurz nur geguckt, ob da Freezing ist, ob da Spirit Box ist oder Fingies. Falls es ein Mimic ist, weil der Mimic gibt uns immer Orbis. Und dann, ja, weil der früh gehuntet hat, der Geist, waren die hier raus. Benji, Revenant, Yurei, Huntu, der Yokai auch, weil der rastet nur aus, wenn man auf ihm redet über den Local Chat. Und ich glaube, ich kriege die Bestätigung. Okay, du hast mehr eingetragen. Wenn du mehr eingetragen hast, kannst du den Hammer ja einmal hinwerfen. Okay, dann fahre ich ab. Das ist doch der Hammer hier. Hammer time. Du. Ah, sorry, wir sind mal wieder ein bisschen bescheuert heute. Obwohl wir müde sind. Selbst wenn wir müde sind, das hält uns nicht davon ab, bescheuert zu sein. Okay, der Arschkeks, der hat uns ganz... Und mein Spiel friert ein. Der hat uns ganz am Schluss erst die Ability gezeigt. Also ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.